Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute im Video geht es um die Überwinterung der Bornholber Margarite. Hier könnt ihr sie sehen, ja, so gut wie verblüht. Hier haben wir noch so eine halbe Blüte, die jetzt aber auch ausblüht. Sieht jetzt unschön aus. In den meisten Fällen ist es so, dass sie leider entsorgt wird, weil sie nicht winterhart ist. Bis minus 5 Grad hält sie aus. Das aber auch nur für wenige Tage. Wenn es länger so um die minus 5 Grad ist, dann sind die Pflanzen hin. Wenn ihr sie ausgepflanzt habt im Beet, macht es in der Regel jetzt keinen Sinn, die auszupflanzen und in einen Topf zu pflanzen und sie dann zu überwintern. In der Regel werden sie dann entsorgt, weil die Pflanze auch nicht ganz so teuer ist. Es ist eine recht kostengünstige Pflanze. Ich möchte sie aber hier überwintern, weil sie nächstes Jahr dann wieder rauswandern sollen. Wie das geht, möchte ich euch zeigen in meinem Video. Bevor wir allerdings die Pflanze überwintern, müssen wir sie zuerst zurückschneiden. Deshalb hier die Schere und da zeige ich euch auch, wie man das jetzt macht. Bevor unsere Pflanze jetzt ins Winterquartier geht, müssen wir natürlich alles, was vertrocknet ist, einmal komplett rausschneiden. Das wird nicht mehr benötigt, das ist abgestorben und sollte auf jeden Fall entfernt werden. Hier ist auch was rausgebrochen, das kann dann natürlich auch weg. Also alles, was abgestorben, verblüht, verwelkt etc. ist, wird rausgeschnitten. Und ansonsten wird die Pflanze bis auf ein Drittel runtergeschnitten. Man kann sehen, dass sie sehr ausgekahlt ist unten bei mir. Da wird also nicht mehr allzu viel überbleiben. Ich werde es jetzt einfach mal machen, werde die Pflanze gut möglich runterschneiden und dann wird sie ins Winterquartier hineinwandern. So, wir sind jetzt hier ins Winterquartier und zwar sind wir bei mir im Heizkeller. Ihr könnt aber auch einen normalen Keller nehmen, ihr könnt auch ein Treppenhaus nehmen. Temperatur sollte so um die 10 Grad, vielleicht ein bisschen wärmer liegen und es sollte hell sein, denn es ist eine immer grüne Pflanze. Ihr könnt sehen, hier scheint noch so ein bisschen von hier links aus gesehen die Sonne hinein. Hier ist also auch ein Fenster, was auch gut ist, weil man regelmäßig das Winterquartier auch durchlüften sollte, einfach um auch Schädlingen vorzubeugen. Aus dem Grund haben wir ja auch Vertrocknetes und Verblühtes aus der Pflanze rausgenommen. Den Rückschnitt könnt ihr jetzt auch sehen. Sie ist relativ kahl geworden unten, die Pflanze. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen, als es kälter wurde, nicht mehr ganz so gut darum gekümmert. Vielleicht hätte ich sie schon etwas früher schneiden sollen. Nun ist es aber so, trotzdem wird sie durch den Winter kommen. Bevor sie wieder rausgeht, können wir sie nächstes Jahr im Frühjahr, bevor sie in die Wachstumsphase wieder beginnt, so im Februar, März, auch nochmal einen guten Drittel zurückschneiden. Das regt dann die Pflanze wieder zum Neuaustrieb an und die Pflege jetzt im Winter ist Düngen gar nicht. Das habt ihr auch hoffentlich schon eingestellt. Das braucht ihr auch erst wieder mit dem Frühjahr dann so machen. Ich fange ja meistens so im Mai wieder mit an. Gießen auch am besten so wenig wie möglich. Guckt immer mal mit der Hand so rein, wie feucht die Erde ist. Wenn sie feucht ist, nicht gießen. Ist es aber, habt ihr das Gefühl, komplett durchgetrocknet, dann könnt ihr gerne mal einen Schluck Wasser reingeben. Aber bitte nicht zu viel gießen, denn Feuchtigkeit ist auch immer ein Nährboden für Schädlinge, gerade im Winterquartier. Und das möchte man vermeiden, weil meistens auch eine Pflanze nicht alleine überwintert, sondern mehrere. Und dann könnten sich die Schädlinge auf alle Pflanzen ausbreiten. Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Aus dem Grund ist eine Kontrolle von Schädlingen auch wichtig. Guckt mal alle 1 bis 2 Wochen immer nach, ob irgendwas ist. Und wenn ihr seht, die Pflanze ist befallen, dann würde ich bei der Bornholmer Margarite jetzt gar nicht mehr probieren, da irgendwas zu ändern, sondern würde sie ja einfach entsorgen und dann doch im Frühjahr einfach wieder eine neue kaufen. Ja, das war das Video zur Überwinterung der Bornholmer Margarite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!